Hallo, hier ist Jens Kretschmar von der Ketzers GmbH. Unsere Entwicklungsabteilung hat wieder mal ein kleines Zusatzmodul für den Inventor programmiert und das möchte ich hier mit dem Video mal kurz vorstellen. Es geht dabei um die Normteile, also die Inhaltscenter-Teile, die wir ja in dem Inventor hier aus dem Inhaltscenter beziehen können. Da geht es darum, dass wir Artikelnummern direkt beim Einfügen oder nach dem Einfügen des Normteils in das Inhaltscenter mit reinschreiben können. Wir haben hier mal so ein Beispiel, die ISO 2338. Dafür haben wir neben aus der Originalfamilie so mal werkstoffbezogene eigene Kopien gezogen in die eigene Normteilbibliothek. Und wenn wir uns die Familientabelle hier mal anschauen, dann haben wir hier praktisch auch eine kleine Ergänzung vorgenommen. Und zwar habe ich hier bloß mal den Ersteller noch mit als Reihe hier reingenommen. Und im Dateinamen steht eben auch das Material nochmal mit drin. Wir haben Material angelegt und das wäre hier dann entsprechend als A2 definiert. Das merken wir uns mal, also nichts weiter als ein paar Anpassungen in der Tabelle. So haben wir das bei ISO 2338 gemacht und auch bei der Schraube der 6912. Ja, also es gibt wieder das Original und es gibt die zwei eigenen Bibliotheksteile mit dem jeweiligen Material. So, hier haben wir jetzt diese beiden Normteile verbaut oder drei verschiedene Normteile. Wir haben hier einen Stift, noch einen Zylinderstift und dann die Schrauben jeweils auch hier in diesem Muster drin. So, und dann gehen wir hier in die Zusatzmodule, sagen Inhaltscenter Änderungen und dann läuft das Modul los. Ne, es wird mir angeboten, welches Inhaltscenter-Teil möchte ich zuweisen. Ich sage hier meinetwegen das A2 und kann hier dann eine Artikelnummer vergeben, die ich mir aus dem ERP-System hole. Wahlweise können wir das natürlich auch in unsere ERP-Anbindung hier mit einbinden. Also wir haben noch so eine Schnittstelle für das ERP-System. Ich schreibe hier einfach mal eine Artikelnummer für diesen 16x26 A2. Und dann wird das Ganze weiter durchsucht. Wir wählen mal noch den anderen auch in A2. Und ich sage hier eine andere Artikelnummer. Dann das Ganze nochmal mit der Schraube, auch da nehmen wir meinetwegen, oder nehmen wir hier mal die A4 und vergeben auch wieder eine Artikelnummer, die wir natürlich hier irgendwo aus dem ERP-System beziehen würden. Aber wir sehen schon mal in der Bezeichnung, es wird hier nochmal aktualisiert, in der Bezeichnung, es wurde praktisch jetzt dieses Normteil ausgetauscht. Und wenn ich jetzt nochmal reingehe über den Inhaltscenter-Editor, hole mir die 6912 beispielsweise. Wir hatten hier die A4 ausgetauscht. Gucke in die Familientabelle. Hier gibt es jetzt praktisch auch die Spalte Artikelnummer und hier ist dann auch die Artikelnummer entsprechend eingetragen. Diese Artikelnummer schauen wir nochmal ins Modell. Die findet sich dann praktisch auch in den iProperties als benutzerdefiniertes iProperty, ne? So dass wenn ich jetzt neu einfügen würde, dann könnte ich hier einfach aus dem Inhaltscenter heraus die Teile einfügen, die Normteile, und ich hätte jetzt immer die Artikelnummer dran stehen. Wie gesagt, das Ganze können wir auch anbinden an in unsere oder einbinden in unsere Schnittstelle zum ERP-System. Also wer dazu vielleicht Fragen hat oder das Ganze mal testen möchte oder dort Interesse dran hat, bitte einfach bei mir melden. Das Tool steht aktuell noch nicht auf dem App Store zur Verfügung.
ist halt auch was ein bisschen Spezielleres, was dann entsprechend angepasst werden muss, so dass wir das eher kundenindividuell dann anbieten. Gut, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Jens Kretschmar von der Ketzes GmbH.